Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Und jetzt, wir werden umziehen. Leute, wir werden definitiv umziehen. So, dafür, also ich habe noch gar keinen Kochgrill. Ups. Dazu nehmen wir auf jeden Fall warte mal, ich habe sogar zwei. Dann nehmen wir einmal Kochtopf mit. Dann nehmen wir die Werkbank, können wir eigentlich auch gleich mitnehmen. Die Schmiede. Ja, müsste ich erstmal ein bisschen was rausbrennen. Problem ist, wir haben nie genug Lehm reingebrannt. Okay, das ist der. Guck mal jetzt einfach mal. Weil, wenn es noch so ist wie damals. Nee, stimmt. Man kann die Dinger, glaube ich, nicht mehr nehmen, solange Zeug eingeschmolzen ist. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wir probieren. Ja, 5000 und 4000 Eisen, 5000 Steine. Nee, geht nicht. Guck. Die Werke, also die Schmiede muss leer sein. Das ist, ja, jetzt müssen wir das erstmal ausbrennen. So, dann würde, ja, ich würde ja am liebsten hier nehmen. So, das kann erstmal weg. Da ein bisschen Holz rein. Das muss jetzt wieder alles rausgebrannt werden. Wir könnten, toll, einen Nagel können wir. Dann, wir können aber auf jeden Fall Zement machen. Dann sind die Steine jetzt nicht das Problem. Und das schöne Eisen müssen wir halt so komplett rausbrennen. So, jetzt haben wir aber das Problem. Ich krieg die Steine nicht ausgebrannt. So, das heißt, ich bräuchte 5 Steine. Das gibt wieder ein Hin und Her. Da exakt, oder? Warte, wie viel Zement müssten wir? 14? Da fehlt ein einziger Stein. Oh, ist doch böse. Das ist böse. Okay. 48 und dann reicht nicht die Zeit. Die reicht kein bisschen. Jetzt reicht schon. So, okay. Dann klimper du da mal schön. Die muss jetzt auch erstmal leer gemacht werden, weil sonst haben wir da keinerlei Chance. Das kann weg. So, jetzt was ist wichtig drüben zu haben? Auf jeden Fall Essen. Ach, guck mal, da sind ja noch 2 Kochtöpfe. Eieieiei. Ein bisschen Essen würde ich auch hier noch lassen. Weil ich werde ja hin und her fahren müssen. So, nehmen wir mal Essen und Trinken ist erstmal, glaube ich, das Wichtigste. So, und schmeißen wir das oben in unser Fahrrad. Und dann fahren wir nämlich rüber und bauen dann direkt eine kleine Hütte. Na, so wie hier. Und starten da im Prinzip dann quasi neu. So, da ist eine Spinne unterwegs. Soll uns jetzt aber nicht wirklich interessieren. 1,3 Kilometer. So, erstmal das Essen da rein. Wenn wir gleich radeln, dann fällt das Übergewicht hier gar nicht auf. Dass wir überladen sind. So, nochmal runter mit uns. Dann nehmen wir noch ein bisschen Heilung, wäre aber vielleicht auch nicht schlecht. Dass wir bisschen Heilung mitnehmen, vielleicht auch. Da, das, ja. Vitaminchen. Das werden wir sowieso, nach und nach werden wir sowieso alles holen. So. Ja, Waffen. Puh, schwierig, schwierig. Dann, da vielleicht. Na, das brauchen wir nicht. Hier. Den da vielleicht, dann können wir schneller aufwerten. Und, ah, da könnte man mitnehmen. Moment, ich lasse mal dieses Gammelding da. Dann nehmen wir die Nägel mit. Mit den Nägeln bauen wir aber direkt Aufbewahrungskisten, die beschreibbare. Da können wir dann schon mal 5 Stück bauen. Dann kommen nämlich die Nägel hier weg. Und schwuppdiwupp. So, wunderbar. Dann haben wir gleich schon auch Nägel drüben. Kisten drüben, wo wir das ganze Zeug auch wieder reinpacken können. Genauso machen wir das. Und Holz haben wir nicht wirklich viel. Eigentlich müsste ich auch noch ganz viel Holz sammeln. Dum, dum, dum. So, wo haben wir? Wo haben wir? Ja, das wird alles noch geholt dann mit der Zeit. Jetzt fahren wir gerade mal mit dem Fahrrad rüber zum Wald. Holen uns ein paar Bäumchen, weil wir müssen ja auch bauen. Ja, so ist es ja nicht. So, Holz kriegen wir ja wenigstens. Und Samen kriege ich jetzt aber keine. Das bedeutet,
Ich müsste... Na komm, die drei Bären, die können wegschmeißen. Die können wir wegschmeißen. So. Weil ich brauche ja dann auch wieder Baumsamen. Und die... Ja, aber mitten in der Wüste wachsen die Bäume nicht. Ah, das ist immer so übel. Dann müssen wir dann bräuchten wir eigentlich auch Erde. Dann müssen wir Erde machen, ein bisschen Wüste rausbuddeln, ein bisschen Erde reinpacken und da dann die Bäume anpflanzen. Ja, das hört sich nach einem Plan an. So, hatten wir eigentlich Level Up? Ja. Wie wäre es mit mehr Rohstoffe? Ja, kriegen wir ja auch warte, finde mehr Werkzeuge und Teile? Nee. Ach nee, das ist ja bei Hauptader, mein Gott. Hier, genau. Mehr Erdstein, Bäume, SX. Ja, dann nehmen wir jetzt hier die Hauptader. Dann kriegen wir vielleicht ein klitzekleines bisschen mehr Holz. Ja, das macht jetzt zwar auch nicht wirklich was aus, aber... Ach, was man hat, das hat man. So, das war... Ist das nicht auch ein Nadel? Nee, das ist ein Laubbaum. Ich hab doch nicht da... Ich hab doch keinen Platz für mehr Samen. Na gut, dann nehmen wir den jetzt mit. Schmeißen die Sachen weg. So. Bei 6 Blümchen. 6 Blümchen. Ja, nein, vielleicht. Die können wir fressen, dann kriegen wir auch die anderen Samen. So. Dann gehen wir Multikulti mit beiden rüber in die Wüste. So machen wir das. So, und dann heißt es, wir werden umziehen. Ja. Heute machen wir den ersten Schritt. Wir fahren rüber, bauen uns unser erstes kleines Wohlfühlgehege. Und bauen halt schon mal so Sachen auf wie der Schlafsack. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, mit Schlafsack würde ich tatsächlich noch warten. Aber... Der Gebietsschutzblock müssen wir auch warten. Eieieiei. Erstmal das Grundgerüst. Vielleicht schon einen kleinen Kochtopf hin, damit wir mal kochen können, falls nötig. So machen wir das. 1400. Ich glaube, der Baum noch und dann haben wir eigentlich... Na, wir haben nicht genug. Ja. Wir haben nie genug Holz. So, das hacken wir auf jeden Fall jetzt noch weg. Dann war der Wald so etwas gut. Reparieren. Wo ist mein Fahrrad? Wo ist mein Fahrrad hier hinten? Ja, dann würde ich sagen, wir fahren jetzt schnurstracks geradeaus zum neuen Gebiet. Ich hoffe, warte mal, habe ich das diesmal auch richtig? Weil wenn wir... Nee, habe ich nämlich nicht. So, wir können nämlich... Hier könnten wir aber eigentlich auch super unser großes Gebäude da anfangen. Das heißt, wir werden hierher ziehen. Wir haben, genau, Airdrop. Als ich nach Hause gefahren bin, habe ich hier gesehen, kommt Airdrop runter. Voll gemein. Dann machen wir die neue Base, neue Basis weg. Dann machen wir die hier am Rande. Ja, ist natürlich, ich habe ja noch gesagt, man muss ja nicht so... Oh, warte mal, hier wäre aber ein See. Oh, das heißt, wir machen hier die Base hin. So machen wir das. Dann sind wir in der Nähe von dem... So, machen wir mal vom Base. Sind wir in der Nähe vom See? Dann können wir mal saufen gehen. Falls wir dann mal die Wassermod haben für den Kopf. Und dann sind wir ausgesorgt mit Wasser. Wobei wir das sowieso irgendwann zu uns ins Haus holen. Und wir sind in der Nähe vom Händler. Vielleicht machen wir auch mal eine Quest. Ich bin absolut kein Händlerfreund. Aber, ja, vielleicht. Man ist auch so schnell durch ohne Händler. Das ist gemein. Aber gut, das kriegen wir alles hin. Und ich würde sagen, ich stoppe mal kurz die Uhr. Und dann radeln wir quasi im Schnelldurchlauf mit dem Turbogang nach da hinten. So, einmal, zack, voll dagegen. Und los geht's. We'll be right back.
So, die letzten Meterchen, wie schön. Schön umrundet von den ganzen Kakteen. Perfekt. Achso, nee, das ist ja voll, genau. Also, ich würde sagen, schnell, schnell. Wir müssen uns beeilen. Schaufel. Nein, ich meine, Hilfe! Knochen kann ich aber gar nicht nehmen. Wir. Hilfe! Warte. Wir gehen hier. Ja, guck mal, hier ist doch frei. Hier ist frei. Da, nein, nicht die. Du bist doch ein Rindviech. So, hier haben wir noch ein bisschen Holz. Da machen wir frei. Dann ist ein Zombie. Aber gut, das kriegen wir jetzt schon hin. Also, wir bauen uns. 3x3 muss reichen. So. 3x3 reicht für unsere Zwecke. Wir werden eh gucken, dass wir so schnell wie es geht wieder nach unten gehen. So. Warte, dahin. Gleich aufwerten und dann passt das. Na, die Basis ist, braucht nicht wirklich viel und toi, 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 bis jetzt da. Ja, wir hatten noch nie Probleme. Wir hatten noch nie Probleme mit der Basis. So, okay, da fliegen aber viele Geier rum. Wir sind noch nicht tot. Nein, wir sind noch nicht tot. Vielleicht eine kleine Kiste erstmal bauen. Vielleicht erstmal. Ich glaube, die ersten, die werden nicht groß. Ja, das ist. Aber. Da. Da frisst gerade ein Zombie einen armen Hasen, der am Kaktus kaputt gegangen ist. Die sind so. Eigentlich ist das schon cool, ne, dass die jetzt fressen, aber. Die fressen immer unser Fleisch weg. Das geht so nicht. So, einfach mal hier die Blümchen anpflanzen. Und später dann gucken wir, dass wir halt hier Erde ausbreiten. Und dann können wir nämlich hier ordentlich Bäume anpflanzen. So. Na, nicht. Dahin. Willst du jetzt was von uns? Kommst du hierher? Warte. Piu, voll daneben. Schande über mein Haupt. Zappel nicht so rum. Und komm hierher. Warte, frisst jetzt der Hase den. Das wär's jetzt gewesen. Killerhase frisst den Zombie. Als Rache. So, komm hierher. Und bring mir meine Pfeile zurück. Danke. Sehr schön. So, wieder einen weniger. Da ist der Hase. Ich bin aber völlig überladen. Seht ihr? Der haut nicht ab. Nee. Messer. Da. In unserer Hand. Ja, und wir kriegen sogar alles. Passt doch perfekt. So. Jetzt ist da hinten noch ein Zombie. Das geht so nicht. Ich bin hoffnungslos überladen. Keine Zeit für euch. Wir haben bald 5. Ich muss hier zubauen. Nix wie Stress hat man hier. So, und dann werden wir hier wirklich anfangen. Na, hier ist auch eine größere Stadt. Hier können wir dann richtig schön anfangen mit Bauen. Beton mischen. Guck mal, da hinten ist alles voll Wüste. Da können wir uns richtig, richtig austoben mit Bauen. Und dann passt das. So, ich würde sagen, wir tauschen die beiden kurz. Dann geht das schneller mit dem Aufwerten. Tag 14 werden wir. Also entweder wir kriegen eine Falle hingebaut nochmal auf die Schnelle. Oder aber der Weg war ja jetzt wirklich nicht weit. Na, also da könnte man auch sagen, wir fahren Tag 14 zurück zu unserer schon bestehenden Hordenfalle und machen da dann die Horde kaputt. Das wäre kein Problem. Ja, guck mal hier, Hütte steht. In Rekordzeit. Und wir haben sogar noch ein bisschen Holz. Und, tada. Rekordzeit, ich sag's doch. So, hier nehmen wir erstmal die Knochen mit. Das ist alles potenzieller Kleber. Das ist alles Holz. Nehmen wir gerade mal mit. So, das heißt, wir brauchen jetzt. Wo würde ich denn meistens herkommen? Da ist die Stadt, da ist die Straße. Dann machen wir mal hier die Leiter hin. So, wir könnten sonst auch hier eine Leiter hin machen. Ja, bis jetzt sind da noch nie Zombies hochgekrabbelt. Bis jetzt, na? Bis jetzt. So,
Dann würde ich sagen, mach mal die Kisten im Boden rein. Ja, wenigstens schon mal so die erste Kiste. Ja, ich weiß, den ganzen Lehm verliere ich jetzt. Den ganzen Kram hier. Oder. Aber das landet halt auch da. Geil, wo ich jetzt gerade buddel. Oder so. Ja, nein, die sind trotzdem im Weg. So. Einmal tauschen. Ja, das ist alles im Weg jetzt hier. Ich will aber auch jetzt nichts wegschmeißen. Doch, wir könnten die da aufbauen. Das heißt, wir bauen die da auf. Nehmen hier den halben Quatsch zu uns. Da geht aber trotzdem nichts. Komm hierher. Komm hierher. Ihr müsst hier rüberkommen. Nein, keine Lust rüberzukommen. So, das war jetzt der Sand. Den Sand schmeißen wir jetzt. Toll, jetzt geht der da hinten rein. So, guck, wunderbar. Dann können wir das hier nehmen und reinstellen. Ja, dann machen wir mal zwei. So, dann können wir hier nämlich schon mal den Kram reinsetzen. Passt doch perfekt. Dann hier so aufwerten. Jawohl. Machen wir aber gerade hier auch weg oder fahren wir nochmal? Nochmal losfahren? Ne, wir machen hier jetzt gleich noch ein Futterding rein. Ein. So, warte, normale Blöcke. Dann kommt hier unser Lagerfeuer rein. Aufwerten. Lagerfeuer, ja, Platz haben wir auch. Lagerfeuer herstellen. Kisten weg, die würde ich dann lieber unten reinsetzen. Dann haben wir, guck mal. Zack. Passt doch. Perfekt. Ach so, nicht verbrennen. Oh, ich bin wieder ein Held heute. So, weil kein Gebietsschutzblock, kann ich die jetzt leider nicht wegnehmen. Aber wir können hier die zwei schon mal wegnehmen. Und wie gesagt, die Werkbank, die kommt ja eh nach unten dann. So, tada. Dann schmeißen wir hier erstmal alles rein. Und damit kann dann quasi der Umzug starten. Ja, die Hütte steht. Wir wären natürlich da, wo jetzt... warte mal, was hatte ich denn hier? Ja, die Notfallpistole sollte ich vielleicht mitnehmen. Und ich glaube, wir hatten die Spritze, genau. Aber wir haben Fahrrad. Wir haben Fahrrad. So, einmal nachladen, nur zur Sicherheit. Da werden wir dann wahrscheinlich runterbuddeln zum Bedrock. Achso. Einmal eine Leiter brauche ich natürlich noch. Damit wir... Nein, nicht so. So hin. Damit wir auch immer rauskommen. Dann hier hin. Ja, und schon ist der Umzug quasi fertig. Wo ist mein Fahrrad? Ach, da hinten. So, dann können wir auch schön Aloe Vera sammeln. Für Heilung. Na, also... Hier wird es bestimmt richtig gut laufen. Hoffentlich. So, das wird dann später alles... So, weg damit. Da wird dann hoffentlich später... Warte, was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Oh Mann! Dann gehen wir jetzt erstmal hier so ein bisschen außerhalb looten. Und dann werden wir später irgendwann alles nach hierher geschleppt bekommen. Weil mit dem Fahrrad kann man natürlich einen Ticken mehr mitnehmen. Und vor allen Dingen... Der Weg ist gar nicht so weit. Wenn man einfach gerade rüber fährt, ist es auch überhaupt nicht weit. So, hau mal hier alles kaputt. Dankeschön. Ja, ich weiß, du hast Hunger. Dann futter mal was, du warst ja auch fleißig. So, dann schauen wir doch gleich mal. Da ist nichts. Da ist einfach gar nichts. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Ja, haha. Der Truckstop und der Checkpoint sind beide ziemlich schön. Oh, warte mal, hier. 33 von dem Fressen. Ich glaube erstmal, weil wir hier können ja jetzt auch Ferales sein. Na, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt eher dann im Stadtinneren unterwegs sind. Oder ob die jetzt auch hier überall in den Häusern sind. Aber ja, die Ferale, die waren... Haben wir uns letztens schon ganz schön, ja, böse willkommen geheißen. So, Mama, nicht die Mama.
Oh, die läuft ganz langsam. Können wir also in Ruhe noch looten. So, warte. Der Kühlschrank ist voll, ne? Der ist gleich immer voll. Da holen wir dann gleich alles ab. So, vielleicht hier noch ein bisschen was holen. Bevor es richtig dunkel wird. Und in der Nacht werde ich dann wieder runterbuddeln. Ich meine, die Rohmatz, die brauchen wir ja sowieso. So, hier schön Plastik mitnehmen. Ja, das ist auch alles Plastik, aber ich weiß nicht, warum ich die immer nicht wegmache. Da bin ich dann zu faul, dummerweise. Na toll, Maismehl. Was soll ich mit Maismehl? Noch mehr Maismehl. Weil ich mich so gefreut habe darüber. So, oh, jui, jui. So. Hi, warte, 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 warte. Okay, ist nicht am Rennen. Sie ist absolut nicht am Rennen. Und ging es hier nicht auch nach oben irgendwie? Muss ich ab? Na, da guckt man nicht hin. Nein, steh mal auf, Mädchen. So, komm hier, ja. Komm. Oh, oh. Ja, sehr schön. Ohne die hätte ich jetzt tatsächlich die Heilung irgendwie übersehen. Ist hier vielleicht noch eine Kiste oben drauf oder so? Da hinten. Warte mal, warte mal. So, lass mal gucken. Nur mal gucken will. Okay, hier oben ist nichts drauf. Warum zum Geier ist hier... Was ist da? Warum ist da da? Da ist nicht mal irgendwas oder irgendjemand. Interessant. Ja, dann nehmen wir das jetzt einfach mal eiskalt alles mit. Gib mir. Dann... Da ist noch eine Waffenkiste versteckt. Aha. Falle ich da jetzt runter? Oder... Nee. Knüppelbuch, sehr schön. Baseballschläger Qualität 1. Ja, wir haben ja jetzt schon Qualität 3 Baseballschläger. So, gerade voll verschluckt. So, jetzt. Mein Problem sind momentan nur die Repair-Kits. So, runter mit uns. Ja, die Küche noch leer looten, wenn es geht. Ich meine, wir könnten zwar Repair-Kits herstellen, das wäre jetzt nicht das Problem. Aber ich bin ein bisschen geizig. Ein bisschen geizig, was den Kleber angeht. Weil, oder warte mal, ich weiß mal gar nicht auswendig. Repair-Kit. Ja, Klebeband und geschmiedetes Eisen. Das haben wir ja genug. Aber den Kleber braucht man für so viele schöne Sachen. So. Okay. Wir können ja richtig ordentlich kochen, Leute. Habe ich auch nicht mitbekommen. So. Jetzt da hier. Die Mikrowelle. Das da. Knochen. Da, da. Vielleicht finden wir ja auch einen Zweier-Schraubschlüssel oder so. Okay, da waren wir jetzt überall. Dann würde ich sagen... Nur mal rausgucken, reingucken. Okay. Hier geht's nach draußen. Ich hoffe nicht, dass da irgendwo ein Hund rumrennt. Ach, das ist das mit der Feuerstelle. Ich finde es voll schön gebaut. Okay, weiter geht's. Nichts mehr im Grill für uns. Weiter geht's. Hier rüber. Ich will halt auch nirgendwo reinplumpsen. Das ist auch immer so meine größte Angst, irgendwo reinzufallen und dann im Keller zu verrecken. Oh, zweimal? Zweimal Futterbuch, sehr schön. Dann 18 Uhr. Schlafzimmer. Warte, 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 warte. Und wohlgemerkt, ich stiefel hier die ganze Zeit laut durch, ja? Deswegen mag ich diese Geräuschemotte mal nicht, weil die wachen eh nur dann auf, wenn sie wollen. So. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Badezimmer. Ich traue dem Boden nicht. Ah, okay, nee. Da ist dann... Okay, warte mal. Ich glaube, der kommt jetzt doch gleich hier rein, oder? Der kommt doch bestimmt. Ja, klar will der hier rein. So, komm hier, Jan. Der hat mich ein paar Mal schon getötet im anderen Spielstand. Irgendwie sind die Grünen ziemlich mies.
Vor allen Dingen, wenn sie sauer sind und schnell anfangen zu laufen. Dann will ich von dir nichts mehr wissen. So. Bei dir bin ich vorsichtig. Guck mal, wie schnell der ist. Wie schnell der ist, wenn der sauer ist. Wo ist eigentlich meine Basis? Oh oh. Ach, da hinten. Hast du dich wieder abreagiert? Guck mal, wie der immer noch rennt. Aber Zeit zum Looten, Mama. Hör auf jetzt. Mama, halb lang jetzt. So viel Ausdauer habe ich nicht. Guck mal, wie... Der ist voll... Voll sauer ist der. Warte mal, vielleicht ein schönes Bild? Ah, jetzt muss ich aber laufen. So, jetzt hat er sich beruhigt. Kurz bevor er bei mir ist. Du bist doch ein Affer. Ich nehme meine Pfeile wieder und hör auf zu rennen. So, warte. Ich glaube, ich renne gleich wieder. Okay, er ist tot. Oi. So, hier können wir gleich noch ein paar Nester sammeln. Und Yucca für Yucca-Saft. Und, oh, das wird super. Die Wüste ist an und für sich schon ein schöner Platz. Na? Ganz früher war es ja noch besser. Wenn man da die Wüste gefunden hatte, dann war das Überleben einfach garantiert. Weil man diese Yucca-Dinger da schön mampfen konnte. Ohne irgendwie, ne? Und man konnte einfach nur mit diesen, warte, wo sind sie denn? Hier. Die da und ein leeres Glas, es war Yucca-Saft. In der Tasche konnte man sich das herstellen. Da, das war perfekt, war das. So, jetzt. Okay, dann wird es ja jetzt eh auch Abend. Wir haben ein bisschen was gesammelt. Selbst gebaut, das Maschinengewehr. Ich bin kein Freund davon, aber na, wir müssen ja erstmal alles festhalten. Ja, dann würde ich sagen, wir werden dann demnächst, oder ich werde gucken, dass ich irgendwie den ganzen Kram von da hinten hierher schippe. Dann werden wir hier die Nacht über runterbuddeln. Na gut, dann muss ich aber doch einen Gebietsschutzblock bauen. Na, schade. Gebietsschutzblock. Da müssen wir halt immer hin und her bauen. Das kriegen wir schon hin. So, wieder neu sortieren werden wir müssen. Und dann gucken wir, dass wir gebaut bekommen. Und zwar ganz, ganz viel. Genau. Gut, dann würde ich aber sagen, der Umzug hat begonnen. Und dann sage ich schon mal vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dabei sein. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.